Ja, Reservepolsterfinanzierung oder reservepolsterfinanzierte Unterstützungskasse sind ja zwei Begriffe, die im Ergebnis nichts anderes bezeichnen als die pauschal dotierte Unterstützungskasse oder auch die Unternehmenskasse. Informationen dafür sind parallel die gleichen wie zur Unternehmenskasse. Also interessante steuerliche Wirkung, interessante steuerliche Effekte, die erzielt werden, Liquiditätseffekte, die erzielt werden, Mitarbeiterbindungseffekte, die durch die Effizienz erzielt werden. Das sind die unternehmerischen Nutzen. Die Reservepolsterunterstützungskasse ist ein sehr altes Werk, das schon sehr lange gibt, eigentlich die älteste Form, der älteste Durchführungsweg in der betrieblichen Altersversorgung.